Oh, fast hätte ich vergessen. Ja, in den nächsten Clan-Spielen wird es wieder etliche Bücher geben, also Book of Fighting, es wird jetzt das Book of Spells geben, es wird ein Bilderbuch geben, also Book of Heroes. Bilderbuch, Book of Heroes, alles klar, Toto. Aber 100 Games gibt es auch. Ich wollte nur, dass wir es nicht vergessen. Aber jetzt hauen wir es mal rein hier und boosten mit dem RH9 auf Meister 1. Viel Spaß dabei. Willkommen, liebe Clasher, bei mir dem 1000er Toto beim Clan. Ja, ich bin immer noch im Olymp mit dem kleinen Account hier und ja, man glaubt es kaum, ich habe eine Defense. Ich habe eine Defense mit diesem Account hier. Ich konnte es gestern gar nicht glauben, aber ich meine, wer hier so reinkommt, ich gehe hier mal ein bisschen kleiner rein für euch heute. Komplettes Setup hier verändert. Kamera mal tatsächlich von vorne. Ich habe es mal ein bisschen hingekriegt. Also so, dass ich eigentlich relativ gut jetzt heute am Tablet mal spielen kann. Oh, ich sollte auch dann die Aufnahme bzw. die Wiederholung abspielen. Ja, entschuldigt bitte. Das Mikro ist heute auch mal im oberen Bereich. Ich hoffe, das ist alles laut genug für euch. Ich meine, wer hier beim Flächenschaden so mit den Riesen reinkommt. Und ich meine, jetzt kommt hier meine Clanburg. Ich gebe mir immer abends Magier in die Clanburg hier von meinem Chefkoch für den Account hier, weil in der Regel mit Masse wird hier mit Boden und Luft angegriffen. Ich meine, es gibt nur Boden und Luft, aber Magier. Entweder hat der Angreifer einen netten Gift parat, der hier hat es nicht. Und ja, so sind seine Tanks alle im ersten Durchgang hin. Und ja, schönes Ding hier. Hat mich echt gefreut. Also wirklich, ich habe mich gestern gefreut wie ein kleines Kind. Ich habe leider zwei Doppelbomben ein bisschen woanders liegen. Eigentlich liegen hier hinten an dem Goldlager noch zwei Doppelbomben. Die habe ich allerdings jetzt ein bisschen umgebaut. Und ja, wie gesagt, ich habe mich echt gefreut wie ein kleines Kind, als ich reinkam und hatte 28 Pokale auf diesem Account mehr. Das ist ja für mich, ich weiß, das hört sich immer ein bisschen doof an hier. Toto, du kriegst es nicht gebacken, diesen Account hier nach Champion zu spielen. Doch, ganz easy. Aber ich bespiele den ja relativ selten. Ich meine, ich mache mit dem Clankrieg, mache mit dem ein bisschen Event, aber so richtig pushen mal, so eine richtige Stunde so dauert knüppeln, das mache ich mit diesem Account leider nicht. Das holen wir heute mal in dieser Folge hier nach. Ja, also es hat mich wirklich gefreut hier und ich meine, es waren jetzt nur ein paar Prozent, weil er hat alle Riesen am Anfang verloren, dann hast du ja auch verloren. Wir gehen jetzt aber mal in den Account rein, dann haben wir mal kurz einen Überblick und ihr habt mal wieder einen Status hier, Road to Champion mit dem kleinen RH9 hier, was eigentlich gewesen ist. Ich habe mittlerweile den Packer, das seht ihr hier, auf Level 4 auch. Ich habe noch irgendwas gelevelt, hatte ich noch gelevelt. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber irgendwas hatte ich noch gelevelt. Und wir wollen aber heute mal mit der Luftarmee angreifen, denn wir sind ja im Event, das habt ihr gestern gesehen. Gestern habe ich es mit dem Rathaus 11er gemacht, heute machen wir das Ganze mit einem 9er. Aber erstmal gehen wir hier rein in die Spiele. Jetzt muss ich immer mal kurz gucken. Bei den vielen Accounts weiß ich natürlich nicht immer, was die Natur haben. Okay, ich habe 4 von denen, da kann noch einer rein. Von den Boosträngen, ich habe hier auch das Zauberbuch. Vielen lieben Dank übrigens, dass ihr mir das in die Kommentare reingeschrieben habt, der JJ und noch jemand anders waren es, dass das deckt. Das heißt also, wenn ich mir das Eventbuch jetzt erspiele, dann steht hier 2/1. Alles, was man in den Events bekommt, stackt hier in den Magic Items. Vielen Dank, ich habe es wirklich nicht gewusst. Jetzt weiß ich, jetzt bin ich ein kleines Stück schlauer. Und dann gucken wir mal, was wir hier nehmen. Ich nehme natürlich das Heldenbuch. Ich nehme hier die, da kann ich die gar nicht nehmen. Obwohl, ich konnte sie nehmen. Ich nehme hier einmal diesen hier. Gems. Passt? Jo, passt. Wunderbar. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall ein Heldenbuch. Und ich denke mal, das Heldenbuch wenden wir auch gleich an. Ich habe relativ gut, ich bin jetzt bei 2.936. Ziel ist heute auf jeden Fall Meister 1 zu erreichen. Und damit wir es etwas besser erreichen, hauen wir uns gleich die Queen hier auf Level 9. Ja, wunderbar. Auf Level 9. Nicht schlecht gemacht hier. Ich habe noch ein bisschen dunkles. 1650. Aber ich bin nicht im Clankrieg im Moment. Und ich brauche mit der Armee, ja, ich brauche ein bisschen dunkles. Keine Frage. Wir gehen jetzt sofort rein nach Action hier. Also erstmal kurz einen Status hier. Und also Ziel ist auf jeden Fall dunkles. Was habe ich in der Clanburg? Ich habe 6 Loots in der Clanburg. Ich habe auch ein bisschen vorbereitet. Der Chefkoch ist immer so nett und macht mir einfach ein paar Loots hier, sodass ich immer meine Clanburg aufgefüllt bekomme. Vor allen Dingen so für die Folgen ist das immer ganz nett. Aber der Clan hier spendet mir eigentlich auch schnell genug. Manchmal muss ich auch schnell spenden, damit mir nicht jemand vorkommt.
mit Truppen, die ich vielleicht nicht möchte, aber kommt ja auch nicht vor. So, ja, schauen wir mal. Wow, ist zwar ein Rat Hussein, aber total ausgebrannt. Finde ich ja auch eher selten. Und, nein, jetzt bin ich da mit dem Finger raufgekommen. Oh, ja, wie es natürlich so ist, so rein findest du nicht wieder. Ich bin beim, einfach, ich wollte nochmal reinscrollen und komme mit dem kleinen Finger dann auf Next. Okay, aber wir nehmen uns diesen hier mal vor. Der geht jetzt zwar auch schon auf RH10, aber er hat so ein bisschen Dunkles für uns und er hat ein bisschen Elex für uns. Und mal sehen, ob er was in der Clanburg hat. Okay, der hat jetzt nichts in der Clanburg. Die Queen muss natürlich in jedem Fall weg. Gucken wir mal, ob wir die irgendwie bekommen hier. Ich muss mal sehen mit... Ich muss den King natürlich jetzt tanken lassen. Und die Queen... Ja, oh Queen. Wieso nimmst du denn nicht die gegnerische Queen? Hallo? Mann, Mann, Mann. Die nimmt erstmal die Clanburg. Die Queen rennt jetzt weg. Okay. Ja, da müssen es wohl doch meine Loons reißen hier. Jetzt kommt die Queen natürlich nicht zurück. Warum auch? Ah, jetzt kommt sie. Kriege ich sie noch? Kriege ich sie noch? Ah, ich kriege sie natürlich nicht mehr. Okay, da muss ich jetzt schon meine... Da muss ich jetzt meine Hunde hier vorschicken. Also nehmen wir hier erstmal 1, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Und die anderen nehmen wir hier hinterher. So, einmal Hund, zweimal Hund. Und jetzt die ganzen Lakis da hinterher. Die Queen dürfte mir jetzt nicht in die Quere kommen hier. Hier habe ich auch noch... Oh, hier habe ich auch noch ein paar Loons mit drin. Und... Ah, die Queen ist da schon Geschichte. Okay. Die Queen war da schon Geschichte. Jetzt muss ich ein bisschen gucken. Ja, sieht ganz gut aus. Ich habe ein paar Eilzauber dabei. Auch die habe ich natürlich noch nicht so hoch. Na, komm, 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 komm. Ja, das sieht ganz gut aus. Ihr habt es ja gestern gesehen. Ich kann nicht Luft. Ich kann Luft nicht wirklich. Aber ich glaube, das war jetzt mal ganz gut hier. Mit den... Es ist auch nicht schwierig, mit den Einzel-Lava-Hunden hier auf die Max RH9 Luft abwehren. Aber dieses war jetzt, glaube ich, die standen jetzt... So relativ so in Linie und ich glaube, das war ganz gut. Also vor allen Dingen kriegen wir 20 Pokale. Wir wollen ja zumindest Master 1 hier heute in dieser Folge erreichen und ja, das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schwung gewesen. Ich haue jetzt gleich einen Boost rein für uns. Ja, ich habe einfach ein bisschen Bock auf diesen Account auch und dem muss auch ein bisschen unter die Arme gegriffen werden. Ich hoffe, das gefällt euch hier so ein bisschen RH9 Action. Also nicht immer nur 10, 11 und High End. Sondern auch so ein bisschen normales Gefarme beziehungsweise ein bisschen Gepusche hier, denn ich habe das Ziel hier natürlich nicht aus den Augen verloren. Wir wollen noch Champion werden. Hier, wir können jetzt so abbrechen. 100 brauchen wir. Ach komm, wir knöpfen 100 ab. Die 20 Pokale gönnen wir uns in jedem Fall. Ah, schön, die Luckys. Die muss ich noch ein bisschen höher kriegen. Mal sehen, ob die nicht demnächst auf 5 gehen. Denn ist schon eine gute Angriffsstrategie hier mit Luft. Ja, ich regge jetzt, beziehungsweise ich baue die Armee nochmal nach. Habe ich glaube schon. Da müssen zumindest die Helden nochmal nachreggen eben. Und dann kann ich nochmal fordern. Ich muss mal eben schauen. Vor lauter Items sehe ich auch den Baum nicht. Also dieses usen wir hier, zack. Und dann fordere ich ein paar Truppen an. Neue Luft hier. Und ich denke mal, ich suche für euch schon mal. Dann entfällt die Suche. Wir gucken uns nur mal coole Angriffe an. Ich werde die Armee jetzt gleich nochmal ein bisschen umbauen. Meine Armee ist schnell fertig, weil meine Helden... Ich bin ja ganz andere Zeiten eigentlich gewohnt, was das Regen angeht. Aber... Ach, den hätte ich ja schon gerne, ne? Ich meine, jetzt guckt euch das an. Das sind ziemlich starke Loons hier, ziemlich starke Feger. Ich will pushen, ich muss Pokale machen. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Bei aller Liebe, das kriegen wir leider nicht hin. Und wir müssen noch ein bisschen weitersuchen. Ja, Totot Kanaya habe ich. Wenn es darum geht, habe ich natürlich keine, denn ich möchte ja gewinnen und jetzt nicht 30 Pokis mal Minus machen. Das wäre richtig scheiße. Denn gerade nach Champion hoch mit so einem wenig Spielaccount hier tut dir natürlich jeder Stern weh, der dir gemobst wird. Und wenn es nur 8 bis 10 sind, dann ist das immer gut. Aber so 30, 40, die tun mir hier sehr, sehr weh. Dann hocke ich hier einige Stunden, hätte ich fast gesagt, um die wieder reinzuholen. Mal schauen, wie wir hier weitermachen. Oh. Jawohl. Den nehmen wir mit. Ja, für 17 Pokale nehmen wir mit. Und ihr seht hier unten meine Ruler-Truppe. Ihr kennt, glaube ich, dieses Setup von meinem Rathaus 11er. Natürlich habe ich hier 40 Truppen weniger, habe ein paar Zauber weniger. Aber so in etwa dieselbe Truppe hier. Immer die gleiche Armee nehmen, jetzt auch im Event. Das ödet mich persönlich ödet das ein bisschen an. Deswegen change ich das hier immer. Und ich meine, Leute,
Wir haben hier eine 9er Queen. Da können wir ja wohl mal so langsam anfangen hier mit den Queen Walks. Nein, ich belächle das natürlich. Aber mal gucken, wie weit hier so eine Queen mit so einem Queen Walk kommt. Auf Level 9. Irgendwas muss da ja mitgehen. Und wir gehen jetzt allerdings schon mal mit der Queen rein. Ich gucke mal, ob ich jetzt zwei Mauerbrecher hier reinkriege. 1, 2, machen die Mauer auf. Jawohl, super. Toto kann Mauerbrecher, ne? 1a, sage ich immer wieder, ich kann Mauerbrecher. Aber mal sehen, ob die nächsten Mauerbrecher kriegen wir leider nicht durch hier. Ich meine, es wäre jetzt schön, wenn die Queen durchkommt. Die nächsten kriegen wir vielleicht im Wut durch. Ich nehme jetzt mal einen Wut. Und dann nehme ich hier jetzt mal 1, 2, 3, 4 Mauerbrecher. Mal sehen, ob die da durchkommen. Jawohl, das sieht gut aus. Queen haben wir jetzt auch schon mal. Ja, das läuft bei Toto. Und der Weg zum Dunklen ist jetzt direkt frei hier. Das ist natürlich wunderbar. Jetzt flitzen natürlich meine Kobis erstmal so ein bisschen nach rechts, links. Ich würde sagen, wir gehen hier hinten auch noch rein mit unserem King und dem Packer. Ziehen ein paar Mage hinterher. Und weil es ja hier auf der Ecke so schön ist, ein paar Loons. So, ein paar Loons hier und ein paar Loons schon mal da. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, dann machen wir das einmal so. Das habe ich mir von irgendjemand abgeguckt, beziehungsweise das habe ich irgendwo übernommen. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, shit. Ich habe meine Mauerbrecher da vergessen. Jetzt mussten der arme Packer und der King, die mussten ja alles alleine machen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber es sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, haben wir hier außen eigentlich was zu clearen? Nee. Ah doch, hier haben wir was für unsere Kobolde. Ja, also, na, coole Armee hier, muss ich mal so sagen. Rockt auch in dem Bereich hier. Okay, jetzt haben wir hier nicht alles bekommen. Wir haben noch 17. Wir haben noch einen Magier. Wir haben noch einen Wutzauber. Okay, den können wir da anwenden. Da gehen die Kobolde durch. Ich will ja eigentlich die Ressourcen haben. Ich möchte ja ganz gerne die Ressourcen und natürlich auch ein wenig die Pokale hier. Entschuldigt bitte, dass ich mal ein bisschen... Ich weiß, dass die Kamera ist zwar genau auf dem Tablet jetzt oder relativ nah dran, aber trotzdem muss ich natürlich auch ein bisschen... Ich darf den Blick hier nicht verlieren. Oh, was? Wieso gehen die denn da nicht hin? Hallo? Wieso gehen die denn da nicht hin? So, jetzt gehen sie da hin zum Elex. Mann. Ein paar laufen auch vorbei. Ein paar laufen dahin. Das ist auch komisch. Ich meine, ich habe die jetzt alle gerade gesetzt. Ein paar laufen da oben hin. Und ein paar laufen einfach dran vorbei und gehen zum nächsten Lager. Merkwürdig. Merkwürdige Leute hier. Okay, 11 Pokale. Wir schauen weiter. Alte Armee am Start. Und ja. Ah, das ist super. Das ist super. Das ist eine coole Geschichte hier. Ich setze hier mal einen Lakaien. Mal gucken, was hier alles so rauskommt. 1300 Bomben. Okay. Da kommen auch noch mal ganz viele, also alle Luftfallen jetzt schon mal ausgelöst. Ja, richtig krasses Ding. Wir warten mal eben auf die Queen. Und der hat auch nichts in der... der hatte was in der Clanburg, ne? Was hatte der denn jetzt? Ah, okay. Das hatte der so in der Clanburg. Dann machen wir das mal so. Dann müssen wir... Ah, okay, Magier. Kommt mal her, ihr Magier. Ich vergifte euch alle. Und ihr müsst jetzt nur alle da sterben in dem Gift und nicht alle rauslaufen. Die Queen haben wir in jedem Fall bekommen. Mal sehen, wie wir die noch kriegen hier. Na, schießt da noch ein Magier? Einer schafft es. Einer schafft einen Schuss. Okay, dann haben wir die Klamburg schon mal gelockt. Jetzt müssen wir nochmal sehen, wie wir mit dem Angriff so ein bisschen weitermachen hier. Er hat jetzt ein paar Fallen und ich habe kein Gift mehr. Und ich habe vor allen Dingen kein... ich habe kein Gift mehr. Oh, 1, 2. So, ich habe natürlich kein Gift mehr. Das heißt also, meine Lakis müssen mir hier jetzt schon noch so ein bisschen helfen. So, die 6 ziehen wir hier noch mit rein. Einmal hier und einmal hier den. Da muss auf jeden Fall. Hier muss der Wut kommen. Komm, die müssen da weg. Die in der Mitte. Da laufen die ganz gut. Hier ist der X-Bogen dran. Ich glaube, es ist gut. Oh, jetzt guck mal, die fliegen natürlich nach außen. Das ist auch eine gute Base hier gegen sowas. Hast du irgendwo so Teslas auch im Bau hier außen stehen, fliegen die Loons natürlich erstmal nach außen. Aber ich glaube, wir kriegen hier auf jeden Fall den X-Bogen noch. Wir kriegen noch den
Na, kriegen wir den Magierturm noch? Das wäre richtig schick. Da hinten den Bogenschützenturm haben wir in jedem Fall. Jawohl. Den kriegen wir auch. Dann fliegen die jetzt zum Tesla. Und ich kriege gerade das Zeichen des Todes hier. Ich bin eigentlich schon offline, aber ich bin noch online. Ist mir auch immer wieder ein Rätsel. Ich gucke mal gerade ja auch auf dem Handy. Nee, auf dem Handy habe ich noch einmal freien Empfang. Ah, es ist wieder weg. Okay, auf dem Handy habe ich nämlich noch einmal freien Empfang. Und wundert mich gerade so ein bisschen. Schöne Grüße an den Mastengo, der mich gerade angeschrieben hat. Lieben Gruß in den Clan, wo er jetzt auch immer ist. Ich habe ihn ein bisschen aus den Augen verloren. Also einige verliere ich aus den Augen hier. Aber was ich nicht aus den Augen verliere, wir kriegen 24 Pokale. Boah, wir haben es. Na, wir sind kurz davor, das Ganze zu packen hier. Würde mich wirklich freuen. Was mich noch viel mehr freuen würde, übernächstes Wochenende, 31.03. bin ich in Hamburg auf der Loco Clash. Also ich mache mir einen schönen Hamburg-Tag. Werde da ein, zwei, dreimal reinschauen und vielleicht treffe ich einen von euch. Mal sehen. Würde mich unheimlich freuen, wenn wir uns dort die Hände mal schütteln. Ich werde auf jeden Fall so ein bisschen Clash gucken und beziehungsweise dort als Zuschauer teilnehmen. Vielleicht mal auch einen kleinen Vlog, wie das da so abgeht. Ich bin ja kein Vlogger. Und ich baue aber nochmal. Ja, ihr seht, wir haben die nach. Die müssen eben mal recken. Geht ja auch fürchterlich schnell. Es geht wirklich fürchterlich schnell. So Leute, ihr habt es gesehen. Ich bin bei 2,996, bei 2,999 bin ich noch nicht aufgestiegen. Also ich brauche die 3000 und der hier ist genau der richtige. 3000 dunkles, 28 Pokale. Wir müssen nur bis zum Rathaus kommen. Er hat keine Infernos und hat eine schwache Base. Er hat eine schwache Base. Ich habe jetzt hier wieder die Truppe natürlich mit dem Queen Walk am Start. Gucken wir mal, wie wir die machen. Ich nehme mal hier hinten das Lager mit. Also ich muss wirklich irgendwo jeden Prozent hier mitnehmen. Und das sieht aber ganz gut aus. Ich glaube, wir kommen hier jetzt mal mit unseren King hier rein. Und auch mit dem Packer. Hier haben wir ein paar Mauerbrecher. Mal gucken, ob die durchgehen. Zwei Stück. Yes. Totokan Mauerbrecher. Totokan Mauerbrecher. Wo ist eigentlich mein König? Wo ist eigentlich mein König? Oh, fast die Queen verloren. Fast die Queen verloren. Und hat er jetzt eigentlich was in der Clanburg? Ne, der hat nichts in der Clanburg hier, so wie ich das sehe. Dann können wir hier schon mal mit unseren Loons reingehen. Die wute ich hier mal durch und ich ziehe auch gleichzeitig hier hinten jetzt den Eil rein. Das ist noch ganz gut hier. Die Queen ist noch gut zugange. Und dann nehmen wir das Ganze auch hier nochmal rein. Oh, was ich gar nicht gemacht habe. Die habe ich ganz vergessen. Ich habe ganz vergessen, hier die Mauerbrecher zu nehmen. Aber das sieht noch ganz gut aus. Jawohl. Ich habe ja noch mein Cleanup dabei. Mein Cleanup. Das seht ihr. Oh, okay. 54%. Okay. Das haben wir gerade so irgendwie gerissen. Mal gucken. Ein paar Ressourcen. Ah, da ist das Dunkle. Okay. 800. Ja. Dann nehmen wir hier unsere paar Kobis mit rein. Wir räumen hier außen noch so ein bisschen ab. Und ja. Ich habe hier jetzt nur die Defense gemacht mit den Ballons. War auch ganz gut so. Jetzt können die Kobolde hier erstmal eine Riesenbombe laufen. Ja, macht ihr das ruhig. Dann könnt ihr mir hier noch ein bisschen Gold rausholen und vielleicht auch ein bisschen Elex, denn die sind etwas schneller als der King hier. Das Lager holen die mir noch. Das Lager da oben. Perfekt. Holen die mir auch noch 74%. Aber nur mit einem Stern. Aber ich glaube, wir kriegen trotzdem den ganzen Bonus. Und mal gucken, wie viele Sterne wir jetzt noch mitnehmen. Die wollen jetzt noch da durch. Sieht gut aus. Ich habe auf jeden Fall jetzt Meister 1 erstmal geschafft hier. Und erstes kleines Teilziehen mal wieder mit diesem Account gemacht. Auch mal wieder mit einem ganz anderen Layout. Also hat mich für heute Abend wirklich super gefreut. Ich habe mich ein bisschen darauf vorbereitet. Denn auch ich als kleiner YouTuber muss mich immer so ein bisschen auf Folgen vorbereiten. Muss mir also so ein kleines Konzept ausdenken. Und dann schwebt mir natürlich schon tagsüber ein bisschen vor. Ich habe es euch ja gestern gesagt, dass wir heute hier eine Folge sehen. Ich wusste nur noch nicht, wie sie wird. Aber ich glaube, sie ist ganz gut geworden. Ich habe jetzt auch reichlich Ressourcen freigeschaufelt und wir trainen die direkt nach hier. Und ihr seht, 200 Pokis noch. Ich weiß, das hört sich für euch wenig an. Für mich ist das unheimlich viel, denn ich mache mit dem Account jedoch eher relativ wenig. Wir sind jetzt auch wieder aktuell in einem CK drin. Also wir haben die Suche eben abgeschlossen. Seht da oben 22 Stunden 7. 40 Minuten und ich habe zwei Bobs frei. Ich kriege fast den dritten wieder frei. Ich habe gestern schon gesagt,
Langzeitarbeitslos sollen die hier nicht werden. Was mich hier unheimlich stört, ist, dass ich hier einige Truppen, wie zum Beispiel den Babydrachen, nur mit einer Kaserne bauen kann. Deswegen bauen wir jetzt auch ruhig im Boost aus. Ah ne, das machen wir mal nicht. Also ich baue die in jedem Fall aus, aber ich würde ganz gerne eine Luftabwehr, glaube ich, ausbauen. Ja, die bauen wir aus für 4 Millionen Gold. Und ich habe aber auch relativ viel in meiner Treasury drin. Wir haben in den letzten Klankrieg hier gewonnen. Und deswegen ist das auch mal hier so ein bisschen angewachsen. Wir haben jetzt schon wieder 13.000 an Dunklen. Und ich werde in jedem Fall die nach dem Boost hier eine Kaserne noch anstarten. Dann haben wir eh wieder einen Bob frei. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bleibt bei meinem Kanal dran. Denn diese Woche kommt auch ein bisschen RA10-Content. Und natürlich wieder so ein bisschen Misch-Content. Ich werde mich auch wieder ein bisschen auf was vorbereiten. Lasst euch einfach überraschen. Bis dahin, euer Toto Flash.